hat jemand die Leitstelle angerufen, der will den Wasserdamm jetzt sprengen. C4 irgendwie, ein Militärkonvoi kommt da. Ja. Bitteschön. Wenn da wieder einer steht, ne? Dankeschön. Auf der Seite liegen gar kein Bock. Die machen sie oder ich? Ich glaube, sie haben heute schon zwei durchgegeben. Ich glaube, ich mache das nicht mehr. Bock. Dein Ernst. Ist bestimmt ein Rekrut gefahren, ne? Ja. Der Herr Mexiko war das. Taco? Nee, ich habe heute schon zwei Autos geschrottet. Okay, ich bin dafür, dass wir die 1055 in 1085 umändern. Ey, das ist. Ich fahre 5 Monate meine Autos im Dienst. Ein Drafter, nichts los. Jetzt fahre ich heute das erste Mal mit dieser beschissenen, kratzenden Uniform. Die ganze Geht mir alles auf den Sack! Das. Wie sieht die Lage am Staudamm jetzt aus? Geht die ganze Zeit diese Uniform hier, die juckt und kratzt und die nervt und das macht mich doch. Herr Fischer, am Staudamm, wir sind da gerade vorbei. Aber auch nichts, kein Auto, das keine ist Person. Mir. Ich hab da einfach keinen Bock mehr! Okay! Das ist doch jetzt. Kurz 5 Minuten. Mich wird's wütend! Ja, haben sie aber gut hinbekommen. Ja, nee! Hab ich das echt gut hinbekommen? Warum haben sie nicht wenigstens den Motorfeuer ausgeschalten? Du stellst blöde Fragen, warum habe ich den Motor nicht ausgeschalten, damit Kreta sich wieder ein Jahr lang irgendwie belästigen kann? Also einen Platz haben wir noch frei. Das reicht mir jetzt vorbei. Oh mein Gott. Oh, schmisch. Hä, was ist denn, Kollegen? Hä? Was ist denn los? Wo sind die jetzt alle hin? Kollegen? Herr Fischer? Ja? Wollen Sie die Waffe mal bitte wegpacken? Welche Waffe? Was? Oh, tut mir leid. Warten Sie. So. Ja. Ach. Sorry. Ja, passiert. Können Sie versuchen, vielleicht mit dem Taurus den ein bisschen... langsam! Das Ding liegt gleich auf dem Dach. Noch ein bisschen. Nein! 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 Ja, noch ein bisschen. Jetzt hast du die Motorhaube abge... Das ist schon die zweite in der Stunde. Ach komm, den fahren wir noch Richtung Pitti. Und lassen ihn da stehen und reparieren wir ihn später. Der Fahrt tut er ja wohl! Hoffe ich. Das wird halt ein bisschen luftig, ne? Ja. Denken Sie nicht, vergessen Sie nicht Taco. Also er fährt auf jeden Fall. Aber irgendwie ist das ist alles verzogen, ey. Ich krieg das Gaspedal nicht runtergedrückt. Oh oh. Stopp! Ich kann nicht anhalten! Bei Ihnen eine Reparatur am TMC-7 am Ostseeweg gemeldet. Sensor. Und Feuer. Alle Einheiten mit grünen Maschinen. Negativ, ich glaube, das Fischer, der ist Fahrzeug. Trotzdem bitte alle Einheiten mal bitte grünem Leitstellenblatt markieren. Mich macht das sauer! Fischer! Was? Was machst du? Was mache ich hier wohl? Ich bin Ariel, die Meerjungfotze! 12, Ihre 90.
Komm, ich helfe dir mit an den Strand. Ja, sagst du. Och, jetzt ist alles nass, ey. Oh mein Gott, warum spring ich denn hinterher? Das hab ich mir auch gerade gefragt. Och, nee. 27 Funkfeuer, soweit negativ. Alles in Ordnung. Oh, wieso? Denn vor? Mann. Oh mein Gott. Sag mal! Oh, sag mir jetzt nicht, dass die Karre sich festgefahren hat. Sag mal, was fahrt ihr mit dem Auto hier? Das sind die Sümpfe des Elends. Das musst du doch sehen. Ja, merke ich. Das sehe ich auch gerade. Wie willst du denn? Ich stehe hier mit den Knien in der Das ist... Oh Gott, sag mir jetzt nicht, dass die Karre hier feststeckt. Nein. 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 Wow. Wie willst du die da rauskriegen? Nein. Oh nö. Das war dann. Haben wir noch einen Overwatch? Nein, aber nicht mehr. Scheiße. Ey, jetzt kommt hier noch Flut oder was? Ist ein Taxi noch unter im Dienst? Ja, komm, schick nochmal! Ey, nee! Liebe Frau Hux, kann man noch einmal helfen? Das Wasser steigt! Das ist einfach. Die sind einfach da. Die sind einfach da rein. Also. Ich hab einfach nicht hingeguckt. Nach vorne ich hab einfach nicht hingeguckt. Auf einmal waren sie da drin. Und der Scout, ich weiß auch nicht, wie der ins Wasser gefallen ist. Ich kann mir das echt nicht erklären. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Die anderen beiden Rekruten da drüben könnten ja mal helfen. Ich wollte gerade sagen, weiß Kommando muss die ganze Arbeit machen oder was? Mann, pack jetzt an jetzt hier. Ich weiß nicht, also. Ich stand da am Straßenrand und auf einmal waren die Autos im Wasser. Ich kann mir das nicht erklären, Frau Hux. Ich weiß, wir passen ja mal auf. Wir haben halt viele Rekruten gestern angenommen und. Ich versuche es nochmal. Oh Gott, ich bin frei! Nein! Nein! Ich weiß nicht, Frau Hux, da sind irgendwie zwei Autos, nicht nur ein Auto irgendwie ins Wasser gelandet. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Also, da kam ein Wirbelsturm und irgendwie sind alle Autos da oben. Ja gut. Haben Sie noch eine Vivaldi? Leitstelle von 88. Hört. Wir wurden gerade angegriffen. Einzig. Wir bräuchten eine Abholung für 6 Kollegen. Hier kam gerade eine Bisonherde und hat uns ins Wasser gedrängt. Einzig, wo? Orten Sie mal die P05. Ich weiß, es war meine Idee, so viele Rekruten gleichzeitig anzunehmen. Und ich weiß, dass es halt immer gefährlich ist. Ja, es könnte halt passieren, dass ein bisschen was kaputt geht und dass halt Material mal ein bisschen kaputt geht, ja. Aber das ist ja halt, das könnte halt, ich weiß auch nicht. Das dürfte reichen. Ja, hat den vor. Hardy kam nachts im Dienst und er meinte halt, die Autos irgendwie aufzutanken und er wollte das irgendwie oben am Damm auftanken. Ich habe keine Ahnung, wo die geblieben sind. Ja, also ich habe hier auch gerade Hardy vorbeilaufen sehen. Also, ach, das geht auch nicht. Ich habe eine Erschütterung der Macht gespürt und auf einmal haben 2 Autos gefehlt und wir haben halt die ganze Zeit gesucht und irgendwie haben wir sie nicht gefunden. Ich kann mir einfach nicht erklären, wie die beide im Wasser gelandet sind. Hm. Da gab es nicht eine Bombendrohung? Ich glaube, die Bombe ist hochgegangen, kann das sein? Ja, das war doch hier, die Bombe ist hochgegangen und doch die Druckwelle hat die Karren von uns. Ey, zum Glück, dann wenn wir den Bäumen. Zum Glück ist uns nichts passiert. Zum Glück ist richtig uns nichts passiert, aber die Autos, die konnten wir nicht retten. Du, eine Explosion. Wow.
Die Druckwelle, die hat die Autos bis in den See reingeworfen. Wir waren eben hier, da kamen halt Zivilisten, haben die Autos... Ach, scheiß drauf, wir haben einen Unfall gebaut, beide Autos sind im Wasser. Ich hab gedacht, das wären die vom Neuen mit der Büffel. Ey, ganz ehrlich, ne, Mathe 2, PD 0. Ja, also... Ihr zählt da mal vor, wie viele Personen hier sind und wie viele Sitzplätze. Ich hab doch noch eine. Ey, ehrlich jetzt, ne? Ey. Ich hab doch gesagt, für 6 Leute. Ja, es kommt, ja, kommt. Es kommt ja noch, erst eine 8. Ich kann da noch 2 mitnehmen. Alles gut. Eine Einheit habe ich noch hierher gefunden. Ah ja. Nein, es kommt, läuft. Es kommt noch eine Sheriff-Einheit, alles gut. Ah ja, ich dachte schon. Nein. Hau dir mal Stopp auf den Bus rein. Wie war das für den letzten Bastion? Habt ihr... Ja, genau. Haben wir auch... Die sind nach links abgehauen, Sheriffs. 2 Autos wurden geklaut von uns. Und wir haben nichts dagegen. Fischer? Ja? Sind Sie der Auffassung, dass das die Bisons waren, die sich Tick abschimpfen, oder waren das die auf 4 Beinen und Fell? Das da hinten dann einfach nicht mehr. Das waren die, die sich Unfähigkeit nennen. Ich kriege mir die Autos da jetzt weg. Ja, wie kriegen wir die Autos weg? Wir rufen Aquaman an und er kommt mit seinem Seepferdchen und holt die raus. Wie kriegen wir die wohl weg? Ja, gar nicht. Da brauchen wir einen Abschlepper für. Ja. Wir haben doch einen Abschlepper, wie die steht oder so. Ja, und wie willst du da rein? Ich weiß mal nicht, ob sie jemand vom Unicorn geflankt haben, aber genauso sumpfig wird sich das für einen Abschlepper auch anfühlen. Das lassen wir die Profis aber machen. Wir haben doch immer irgendwelche Leute am Sägewerk. Da können wir doch locker ein paar Bretter hinnehmen, oder? Bretter verteilen machen wir in der Sauce. Alles klar, auf geht's. Ja, da ist doch gerade. In dem Moment müssen sie aber jetzt Bretter verteilen, weil die Karren da hinten im Dreck liegen. Ja, das Problem ist jetzt. Das eine Karre davon. Wir kommen da selbst mit den Abschleppern nicht ran. Die liegen halt wirklich unten in Atlantis. Das kannst du knicken. Okay. Hat jemand die Telefonnummer von Aquaman? Ich würde sagen, ich rufe Ali nachher an. Das wird bestimmt 3-4 Tage dauern oder so. Und dann werden wir uns die wiederholen. Mit Muscheln oder ohne Muscheln? Ich hoffe ohne. Wir müssen halt gucken, ob wir die nochmal irgendwie. Da muss noch ein Souvenir dabei sein. Und wenn das halt mit Muscheln will und das riecht halt ein bisschen nach Meereswasser, dann gehen wir das halt den. Warte mal, ich muss mal eine Runde gucken. Den Kollegen. Der See ist doch locker tumpferseucht, das Ding kommt. Ja, das heißt, dann müsst ihr die magische Miesmuschel. Ja, es geht um weibliche Kolleginnen. Was gehen wir denn denen? Fällt nicht auf. Okay. Ich hab hier noch keine Fische gesehen. Also einen können wir jetzt schon mal mit zu Pedi nehmen. Ja, dann nehmen Sie mal den ersten. Ne, ich gehe als letzte. Also, nimm das mal die Kollegen mit. Dann bringen Sie erstmal die P01 und P02 halt erstmal Richtung Pindy. Obwohl, mich kann sie sowieso. Ja, bringen Sie die da hin. Ich mache jetzt eh gleich Feierabend, aber dann bringen Sie die da schon mal hin. Das heißt, Sie wollen sich zu Aquaman legen, oder wie? Nein, Aquaman ist ja nicht hier! Sag mal! Sonst wären die Autos ja schon draußen. Ja, richtig! So, jetzt! Aber rein in die Autos, weil sonst finde ich Aquaman und werd fischig! Ja, ja. So. Ich dachte, wir machen kollektiv aussteigen. Sag mal! Sag mal! Ja. Ist das Ihr Ernst? Was denn? Haben die gerade die Scheibe eingeschlagen? Da war gar keine mehr bei uns. Das war's auch mal wieder komplett. Danke fürs Herbringen. Dankeschön. Danke. Das war mal geil heute. Ich wie sollen wir das groß erklären?